Herzlich willkommen zum Video. Ich heiße Felix und heute gibt es ein Update zu meiner Fuhrpool-Investition in Furio, die ich hier vor kurzem getätigt habe, unter anderem auch auf meinem Kanal präsentiert habe. Dieses Video schaut euch das gerne im Vorhinein an, damit ihr wisst, worum es hier genau geht. Ich will euch jetzt hier ein kurzes Update geben zu meinem Investment, unter anderem auch, was das Ganze für eine Rendite jetzt in den letzten Tagen ausgeschüttet hat. Und dafür springen wir einmal in den aktuellsten Medium-Artikel, der gerade erst vor ein paar Minuten rausgekommen ist. Und zwar hat Furio hier einen Artikel veröffentlicht, der darstellt, was die Rendite jetzt in den letzten Tagen und Wochen im Fuhrpool war. Wir haben jetzt zu den aktuellen Statistiken hier 483 Investoren, die hier bereits investiert sind. Und aktuell sind hier ca. 226.000 USDC, also US-Dollar, in diesem Pool investiert. Und wir haben jetzt gestern am 4. Oktober das All-Time-High der Rendite gebrochen mit einer jährlichen APR von 195,5%, was ungefähr einem Gegenwert von 0,55% pro Tag hier entspricht. Und ihr seht das auch, seit Launch sind 131% und in den letzten 14 Tagen haben wir 152% gemacht. Also das Ganze wächst stetig und das aufgrund eines nachvollziehbaren Einkommensstroms. Ich kann euch das gerne nochmal grafisch hier zeigen. Das hier ist der Einkommensstrom, das hier ist der Liquiditätspool, in den ich investiert habe, wo ich meine 1000 US-Dollar reingepackt habe. Davon wurden 10% Taxes abgeführt und dieser Liquiditätspool wird gefüttert durch den Rewards-Pool, der unter anderem durch die Taxes, wenn man den Furio-Token kauft, gefüttert wird. Und unter anderem durch die Casino-Buys, da aber die Plattform noch nicht online ist, kommen hier gerade noch gar keine Einkommensströme aus dieser Einkommensquelle rein. Deswegen wird die Rendite voraussichtlich auch noch steigen, wenn die Plattform an den Start geht. Und das hier soll nochmal ein kleiner Hinweis sein, dass es aktuell immer noch sehr, sehr rentabel ist. Und mit 0,5% Rendite pro Tag, da kann man sich absolut nicht beschweren. Und seid euch bewusst, dass das Ganze eine APR ist. Also quasi, wenn man hier täglich compoundet, was ich auch bis zum heutigen Tage gemacht habe, erhöht sich die Rendite natürlich von Tag zu Tag, da natürlich auch eure investierte Summe in diesem Projekt steigt. Wie gesagt, das Ganze ist völlig transparent und man weiß zu 100%, wo die Gelder, die hier investiert werden, beziehungsweise die Rendite, die man hier ausgeschüttet bekommt, herkommen. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückspringen auf den Artikel und hier ein Stückchen runterscrollen, sie haben das Ganze etwas optimiert und zwar gibt es jetzt, ich habe das in meinem letzten Video gezeigt, da gab es nur 30, 60 oder 90 Tage Staking-Perioden. Jetzt allerdings ist das Ganze nicht mehr gefixt, sondern man kann seine Staking-Periode selbst auswählen. Wenn man sich allerdings für eine der hier in B, C und D genannten Staking-Perioden entscheidet, bekommt man bis zu 10% Boost auf seine Einzahlung. Ich habe mein Investment für 90 Tage gestaked und erhalte damit diese 10% auf meine Einzahlung. Die Stake-Periode resettet sich auch nur, wenn ihr eine neue Einzahlung in den Pool tätigt. Ansonsten, wenn ihr das Ganze nur compoundet, wird die Periode einfach ganz normal weiterlaufen. Hier mal ganz kurz erklärt anhand eines Beispiels. Und zwar, wenn ihr 100 USDC für 90 Tage in das Ganze anlegt, dann endet eure Staking-Periode logischerweise nach den 90 Tagen. Aber man erhält weiterhin den 10% Boost, wenn man es quasi in der Plattform liegen lässt. Wenn man dann allerdings nach 92 Tagen neues Kapital hinzufügt, dann endet diese 90-Tage-Staking-Periode. Ich werde euch natürlich den Artikel unten in die Videobeschreibung hängen, falls das für euch interessant ist. Jetzt springen wir einmal ganz kurz auf die Plattform, schauen uns hier mein Pool-Investment an. Und zwar habe ich jetzt aktuell einen Stake von 943 USDC. Wie gesagt, ich habe 1000 USDC hier reingepackt, 10% wurden an Gebühren abgeführt. Deswegen bin ich aktuell bei 943 USDC, erhalte ungefähr eine durchschnittliche tägliche Rendite hier von 0,5% und mein Stake ist jetzt bereits für 9,5 Tage hier angelegt. Heißt, ich bin absolut im Soll und sollte nach den nächsten 10 Tagen hier, also ungefähr an Tag 70, meinen Break-Even-Punkt erreichen und könnte mein Investment dann hier rausziehen, ohne irgendwelche Verluste wegen den Gebühren gemacht zu haben. Und ab diesem Zeitpunkt mache ich hier reine Rendite auf mein Investment. Ich könnte mein Kapital hier auch zu jeder Zeit rausziehen. Der Compound-Button und der Unstake-Button sind jetzt hier aktuell nicht verfügbar, da ich hier keine Funds derzeit verfügbar habe. Die werden circa immer um 21 oder 22 Uhr deutsche Zeit ausgeschüttet und dort kann ich meine Rendite dann wieder reinvestieren. Hierfür gibt es leider keinen Auto-Compound-Button, also das Ganze müsste täglich manuell gemacht werden. Wie gesagt, gegen 21 oder 22 Uhr wird das Ganze ausgeschüttet, nur dass ihr Bescheid wisst. So sieht es jetzt aktuell mit meinem Investment aus. An dieser Stelle auch nochmal erwähnt, wenn wir uns ganz kurz diesen Artikel anschauen, der Fuhrbot wird in Kürze launchen und zwar zum 11. Oktober. Das Ganze wird einen 8-10%igen Return voraussichtlich ausschütten. Ungefähr die Rendite, die man aktuell auch
bei einem Projekt wie Yield Notes erhält. Wie gesagt, der ganze NFT-Sale, also man kauft das in NFT-Form, um hier zu partizipieren, wird am 11. Oktober um 19 Uhr deutsche Zeit stattfinden. Um mindestens ein NFT zu erwerben, braucht man 200 USDC. Das Ganze wird auf der Binance Smart Chain sein. Ich werde auch sicher nochmal ein Video davor machen, wie man das Ganze erwerben kann. Und ganz wichtig für alle, die daran partizipieren wollen, das Ganze läuft strikt nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip. Deswegen seid euch bewusst, dass ihr schnell sein müsst, je nachdem, wie groß der Andrang hier in den ersten Minuten bzw. in der ersten Stunde sein wird. Auch nochmal an dieser Stelle der Hinweis, das Ganze ist nur für 2,5% Club-Member verfügbar. Was ist jetzt der 2,5% Club-Member? Und zwar bezieht sich das Ganze auf den Vault. Ich erwähne das ja immer am Ende meiner Videos, wie man in diesen Vault investieren kann. Und zwar klickt ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung, um hier Rendite in diesem Projekt auf eure FUHR-Token zu generieren. Und zwar werde ich euch das Ganze mal anhand einer Test-Wallet zeigen. Werde mal hier rüber wechseln. So sieht das Ganze für euch aus. Wenn ihr auf den ersten Link geklickt habt, dann müsstet ihr USDC in FUR-Token tauschen. Wenn ihr beispielsweise hier eine Einzahlung von 1000 USDC tätigt, erhaltet ihr einen Gegenwert von 181 FUR-Token. Dieser Preis ist aktuell auch sehr stabil, da hier ein Liquidity Management System dahinter steht, das den Preis in einer gewissen Range hält. Und wir sind jetzt schon seit 2 bis 3 Wochen konstant bei einem Furio-Preis von $5.48 bzw. rund $5.50. Und jetzt in diesem Fall, da das ganze Projekt in einer Teamstruktur funktioniert und ihr diesem Team beitreten wollt, würdet ihr hier den Haken setzen bei Deposit Directly into the Vault, dann würdet ihr in den Team Vault investieren, würdet dann auch in unsere Telegram-Gruppe kommen können, die ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Diese Gruppe ist völlig kostenlos, aber halt ausschließlich zur Kommunikation für das Projekt gedacht. Checkt das Ganze gerne mal aus. Wir sind da jetzt auch schon mittlerweile rund 38 Mitglieder, 31 davon sind hier ins Team investiert und generieren eben hier, wenn ihr den Swap gemacht habt und eure Funds sich dann im Vault befinden, eine Rendite von bis zu 2,5%. Wenn ihr allerdings in das Projekt startet, erhaltet ihr 1,75% und müsstet dann 28 Tage in Folge eure verdienten Rewards hier reinvestieren, um in den 2,5% Club aufzusteigen. Die Bewerbung für das Fast-Team, sodass wir wöchentliche Airdrops für alle Teammitglieder bekommen, heißt, dann bekommt jeder FUR-Token hier als Reward dafür, dass er dem Team beigetreten ist, ausgeschüttet, ist aktuell im Gange und sollte in den nächsten Tagen spätestens abgeschlossen sein. Also wie gesagt, checkt den ersten Link in der Videobeschreibung aus, wenn ihr Interesse an diesem Projekt habt und kommt gerne in die Telegram-Gruppe, wenn Fragen bestehen oder natürlich, wenn ihr auch mit den anderen Leuten kommunizieren wollt. Das soll es zu diesem Update-Video gewesen sein. Ich habe auf meinem Kanal schon relativ viele Videos zu Furio gemacht. Ihr könnt das gerne mal auschecken, indem ihr Furio einfach eingebt. Hier ist zu jedem Thema irgendwas auf meinem Kanal erwähnt. Deswegen einfach mal durchstöbern. Wenn euch dieses Video bzw. dieses Update gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Würde ich mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.